Es gibt ja viele Diskussionen in Terrarienwelt über die richtige Haltung. Also, das habe ich ja auch schon öfters schon ein paar Mal angesprochen, auf meinem alten Channel zumindest. Ihr braucht für eure Tiere entsprechend Platz. Das ist mal ganz Wichtiges. Und wie ihr auf dem Bild sehen könnt, dass ihr es nicht mehr laufen lasst, während ich hier laber, gibt es halt jetzt diese Bio-Bubbles. Die werden sehr toll beworben, aber das ist natürlich jetzt wieder dieses große Aber, das es immer gibt in der Terroristik, Aquaristik. Die Dinger sind einfach für die meisten Tiere zu klein. Und das Schlimme ist, die werben auch noch mit Tieren, die einfach zu groß sind für diese Terrarien. Das ist eigentlich unverantwortlich. Aber allerdings, ja, ich bin jetzt in einer Facebook-Gruppe, da beschweren sich jetzt alle darüber über die Biobubbles. Aber das sage ich auch. Ja, seht doch mal. Das ist einfach so, dass es schon so viel anderen Dreck gibt. Es gibt ja zum Beispiel diese Plastik-Terrarien, ich weiß nicht, wie die Marke heißt. Aber da werden auch immer so Bilder gezeigt von Schlangen, Vogelspinnen, Fischen, selbst auf den kleinsten Teil davon werden Bilder von Goldfischen gezeigt oder ja, das ist echt richtig idiotisch. Und das Geilste, irgendwie auf dem Bild ist nicht mal ein Filter drauf, soweit ich mich erinnern kann. Also da denkst du echt als Neuling, ja, du kannst das Teil einfach das Tier einfach da reinhauen und dann verreckt dir das. Erstens ist es dann eh scheiße, weil da hast du keinen Bock mehr drauf. Und zweitens stirbt das Tier einfach. Ja, und ich finde das einfach richtig scheiße und unverantwortlich von der Industrie, dass die nicht einfach sagen, okay Leute, man kann da Tiere reintun, aber halt nicht so große. Ihr müsst der kleine Tiere reintun, weil ich darf auch nicht damit werben, oder zum Beispiel die Aquarien, da sagen sie, da kann man Salzwasser reintun. Ja, nur bei so einem Blubberdings ist schon irgend so ein Filterdings, ja, Salzwasser ist nicht so einfach. Salzwasser ist die schwerste Aquaristik, soweit ich weiß. Da kann ich vielleicht ein Blutegel drin halten. In dem Teil, wo die da haben, mit Salzwasserfischen. Also, soweit ich habe mal gehört, irgendwie da passen 11 Liter oder so oder 13 Liter rein, das ist viel zu wenig. Da kannst du, oder ja, Süßwasser, so Garnelen kannst du rein, so kleine, aber mehr auch nicht. Oder ja, die sind halt für Gott und die Terrarien da, die großen, die sind für Gottesanbeter geeignet und für mehr nicht. Oder vielleicht für Spinnen, irgendwelche kleinen, aber keine Vogelspinnen, sondern welche halt Netze bauen. Und ich würde auch mal nie meine Phasmiden da reintun. Also vielleicht, wenn sie klein sind, ja, dann auf eine Ausstellung. Aber wirklich, wenn sie frisch geschlüpft sind, dann sag nicht mehr, weil die brauchen ihren Platz. Die sind ja auch nicht so klein. Ja, also jedenfalls tut, wenn ihr euch sowas hertut, so ein kleines Terrarium, das sieht echt schön aus, finde ich auch. Und ist auch gut gemacht vom Konzept her, aber halt nur für kleine Tiere. Ja, also das wollte ich jetzt auch mal dazu sagen, dass ich auch mal meine Meinung dazu kundgegeben habe. Und ja, kauft lieber, wenn ihr große Tiere wollt, kauft auch große Terrarien und sonst halt keine. Dann schaut ihr euch lieber irgendwelche schönen YouTube-Videos an wie meine und erfreut euch dann halt so an den Tieren, anstatt sie in kleine Käfige zu sperren, wo sie sterben. Vielen Dank.